Herzlich willkommen, meine Freunde, zum neuen Video auf meinem Kanal. Ich zeige euch heute hier, was 19 Uhr gekommen ist. Dann gehen wir heute drauf ein. Zudem zeige ich euch auch kurz meine Transferliste, wie es aktuell läuft mit ÜV. Da werden wir nämlich auch noch drauf auf was eingehen. Zudem könnt ihr immer noch in meinen Trading Discord reinjoinen. Erster Link der Videobeschreibung. In den VIP-Bereich könnt ihr natürlich nur joinen, wenn ihr euer Twitch Prime bei mir einlöst. Twitch ist natürlich auch unten verlinkt. Und dann würde ich sagen, gehen wir hier rein. Was ist heute gekommen? Es ist auf jeden Fall sehr, sehr guter Content gekommen, muss man sagen. Wir werden das auch beides öffnen, nicht bei mir, sondern gleich bei Lana auf den Account. Einmal haben wir hier die gute SBC bekommen, besser gesagt, ja, was soll man dazu sagen? 85x5 SBC kam wieder und das 85 Plus Upgrade. Und man muss sagen, ja, bei beiden brauchst du wieder Informs oder Tots. Das ist Katastrophe. Die Tots und die Informpreise sind bei 60.000, 70.000. Wir werden das zwar beides öffnen, aber ich kann euch, wenn ihr wenig habt, das euch nicht empfehlen zu machen. Das ist unfassbar teurer, das Zeug. Lohnt sich aktuell nicht, das zu machen. Würde ich euch abraten, außer ihr habt noch einen Inform oder einen Tots, den ihr nicht braucht, wo ihr sagt, okay, ich riskiere das. Und wenn, dann riskiert er für das 85er mal 5 statt für den 85er Player-Pick, ne? Also das würde ich euch empfehlen. Wir werden heute Abend natürlich wieder auf Twitch streamen. Ich denke mal so 20:30 bis 21 Uhr ungefähr, so spätestens werde ich live sein. Wir haben 500 Player-Picks bei mir auf dem Account. Kommt da gerne vorbei. Ich hoffe, da wird es scheppern. Und dann haben wir hier den guten Kamerad hier bekommen, den Martinez Quarta. Ja, der sich anhört wie irgendein Fahrzeug. Ja, aber wir schauen uns den mal an. Der hat Hochmittel, ist rechter Verteidiger, Argentinier, von Florenz natürlich schon mal gut linkbar mit einem Messi in 4-5-1. Schauen uns natürlich seine Stats hier an. Man muss sagen, von dem ersten Dings her sieht er sehr, sehr gut aus. Also von den ersten Stats her, die man hier anschaut, sieht er wirklich sehr, sehr brauchbar aus. Kann man wahrscheinlich zocken. Muss man natürlich testen, wie er sich spielen lässt, aber die Karte sieht sehr, sehr gut aus. Schauen uns seinen Preis an. Muss einmal 83er und einmal 85er und keinen Inform. Sehr, sehr gut, EA Sports, ihr lernt dazu. Keinen Inform hier zu fordern, das hätte ich mir auch gerne bei dem 85 Plus Player Pick gewünscht. So Freunde, dann zeige ich euch natürlich noch meine ÜV-Liste, fragen mich ja immer sehr, sehr viele, wie sieht deine ÜV-Liste gerade aus, wie läuft das gerade, zeige ich euch. Man muss dazu sagen, alles, was über 60.000, 70.000 an Münzen, an Spielerwert haben, würde ich euch empfehlen, jetzt im Laufe der Woche zu verkaufen. Warum? Am Wochenende kommen wieder die Footies, also das Footies-Event. Das heißt, jede Special-Karte gibt es fast wieder zu ziehen. Das heißt natürlich, die ganzen Special-Karten sinken extrem. Ich werde dazu auch morgen oder übermorgen ein ausführliches Video zu machen. Aber das ist schon mal der erste Warnung, so dass ich euch empfehlen würde, alles, was so teuer ist hier, wie ein Spieler, wo 70.000, 80.000 oder sogar noch mehr kostet, zu verkaufen. Natürlich so die billigen Spieler könnt ihr drauf lassen, aber dazu werde ich ein ausführliches Video noch machen. Deswegen werde ich wahrscheinlich auch erstmal auf nur die Goldkarten und die etwas billigeren Special-Karten zurückgreifen. Ihr seht das hier, wenn ich hier auf meiner Liste habe. Ich habe euch heute Morgen ja ein paar Spieler vorgestellt in meinem Video. Die laufen sehr, sehr gut. Also ihr seht das hier, die Goldkarten, Mané, Salah, hier Sterling, die laufen immer noch sehr, sehr gut. Ein Marquinhos, du kannst die immer noch sehr, sehr gut ÜV verkaufen. Natürlich auch so günstige Special-Karten. Es kann natürlich sein, dass die Normalpreis 86er erreichen. Normalpreis 86er ist, glaube ich, 13.000, 14.000. Es kann sein, dass die so weit runter sinken, wenn die zu ziehen sind. Das ist durchaus möglich. Deswegen, wer sicher sein möchte, Donnerstagmittag, Donnerstagabend spätestens alles verkaufen an Special-Karten und dann Freitagabend, ich sag mal nach 20 Uhr seine ÜV-Liste da natürlich bauen. Da gibt es natürlich auch wieder die Tipps dann in den Discord, welche Spieler ihr da natürlich auf die Liste packen sollt, ist ja klar. Also ihr seht das hier, das sind hauptsächlich Spieler, die ich euch empfohlen habe mitzunehmen. Auch hier ein paar Goldkarten, ihr seht das hier, Hernandez, Werner, sehr, sehr gut weggegangen. Hier der Witzel, den ich sogar noch ewig auf der Liste hatte, ging jetzt auch weg, ist auf 3.000 gestiegen. Ich habe ihn sogar für 4.000 verkauft, dadurch, dass er jetzt nicht mal bei Borussia Dortmund spielt. Ist er auch einfach weggegangen. Sehr, sehr nice auf jeden Fall. Schmeckt auf jeden Fall, Freunde. Und dann würde ich sagen, machen wir weiter.
So, Freunde, dann gehen wir noch kurz drauf ein, was wir uns erspielen können. Und hier haben wir, ich weiß nicht, ob das gestern schon kam, ich glaube schon, Silber haben wir hier was bekommen. Silberexperte könnt ihr euch hier wieder, oder wie heißt das? Ja, genau, Silberexperte. Wer da drauf Bock hat, kann das hier machen. Da könnt ihr euch nochmal ein 55k-Pack erspielen. Und wir haben gestern, da bin ich noch gar nicht drauf eingegangen, hier wieder Summer-Tokens bekommen. Und du musst wieder Squad Battles spielen. Das ist Katastrophe. Mach das doch in irgendeinem anderen Modus, EA Sports. Mach das so mit einem First Goal Win, aber lass die Leute doch nicht hier 16 Squad Battles Partien spielen. Ne? Und dann noch hier, obwohl das ist gar nicht Squad Battles. Das sind nur zwei, das sind Squad Battles. Das andere ist Live-Freundschaftsspiele. Aber trotzdem nervig, ne? Trotzdem nervig. Hier musst du wieder zweimal Squad Battles spielen. Bei dem anderen. Ja, habe ich das einmal schon durch. Hier habe ich auch ein Spiel bis jetzt erst gemacht. Das nervt mich einfach. Ja, klar kannst du sagen, okay, für geschenkte Tokens ist das trotzdem okay, aber ich feiere das nicht. Könnt ihr mal gerne eure Meinung reinschreiben. Sollten die lieber hier machen, gewinne 8 Partien oder so statt 4 Squad Battles Partien. Also würde ich eher fühlen, wenn du hier 8 gewinnen müsstest statt hier jeweils 4 Squad Battles Partien. Meiner Meinung nach Schwachsinn. Aber ja, was sollst du dazu sagen, ja, Freunde? Schreibt gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Jetzt switchen wir bei Lana auf den Account und gucken mal, was das 85 Plus Pick gönnt und was das 85 mal 5 Pack gönnt. Ja, Freunde, und was ich noch vergessen habe zu sagen, wir haben hier sogar noch einen weiteren Token bekommen mit einem Megapack. Also ist sogar eigentlich stabil. Schauen wir uns mal hier noch an, was ihr hierfür abgeben müsst. Ist, glaube ich, nicht mal so teuer. Ja, ist relativ eine Billo-SBC. Wird jeder abschließen können. Geschenktes Megapack plus Tokens. So SBCs sind Top-ESports. Könnt ihr euch auf jeden Fall gönnen, Freunde. Und dann gehen wir jetzt rüber zu den Packs. Ich hoffe, wir sehen einen Shapeshifter. So, Freunde, öffnen wir das 85 mal 5 Pack bei Lana. Ihr seht natürlich auch gut Coins auf der Uhr. Natürlich durch meinen Trading Discord ist ja klar, jeder, der da drin ist, macht Millionen von Coins, ist ja sowas von klar. Gehen wir rein, 85 mal 5. Ich hoffe auf eine grüne Karte. Schreibt gerne rein, habt ihr eine grüne Karte da drin gezogen oder nicht? Komm, gib, lass es grün werden, ihr Sports. Es ist leider nicht grün, es ist Courtois, es ist 89er Rating, aber. Es kann noch ein Hero dahinter sein, wenn man Glück hat. Wir drücken mal weiter und gucken mal. Ja, wäre natürlich nice, wenn da noch ein Hero dahinter wäre. Es ist leider kein Hero dahinter. Es ist nicht gut. Es ist, ja, es geht schlechter, aber es geht auch deutlich besser. Wir sehen uns beim 85 Plus Pack wieder, Freunde. So, Freunde, werden wir noch das 85 Plus Pack öffnen. Ich hoffe natürlich, dass die hier gönnen, Freunde. Lasst schon mal auf jeden Fall einen Daumen hoch da, wenn euch das wieder gefallen hat. Wir schauen mal, was wir jetzt hier ziehen. Komm, lass jetzt einmal grün werden hier, Sports. Komm, wir gehen rein. Eins, zwei, drei. Gib was Grünes. Oder zumindest eine 90er Karte. Mario Gomez. Ja, Shapeshifter am Start. Sehr nice. Ist jetzt nicht der teuerste. Aber ich denke mal, eine nice Karte, der Mario Gomez. Ne? Würde ich auch gerne ziehen. Aber ist auf jeden Fall in Ordnung. Ich denke, man hat so auf jeden Fall kein Minus gemacht mit der Karte. Gomez ist eine coole Karte, selbst noch Kane nicht mal so schlecht. Also Gomez ist auf jeden Fall eine coole Karte, Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt auch was Gutes gezogen. Wenn ja, gebt mir sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben. Lasst ein Abo da. Haut rein. Ciao, ciao!